12- bis 14-jährige Jungs. Die sind die Ersten, die das Glück haben, auf große Tore schon schießen zu dürfen, dürfen auch auf diesem Rasen spielen. Und sie spielen in der höchsten Liga, das ist die Verbandsliga, also die höchste Liga des Verbandes der Stadt Berlin. Und sie dürfen sich mit dem Besten unserer Stadt messen. Es gibt keinen anderen Neuköllner Verein, der das darf. Hier sehen Sie vielleicht einige Vereine, die Sie noch kennen. Sie müssen auf bestimmte Gebiete halt nur auf Gegner treffen oder sogar manchmal nur im Bezirksbereich spielen. In der B-Jugend, das ist der Jahrgang darüber, das sind die 14- bis 16-Jährigen, hier hat man über die Stadtliga hinaus eine Regionalliga ins Leben gerufen, seit einigen Jahren. Regionalliga, die Region Mecklenburg bis Thüringen. Und hier können sich wirklich die Besten der neuen Bundesländer einschließlich Berlin messen und sind auch schon die ersten Anlaufstellen für einige Talentspieler. Hier auch Tasmania, der einzige Verein aus Neukölln, auch einer wenigen Vereine aus Berlin, der unsere Farben über die Stadt hinaus vertreten darf. Wir haben noch einen Verein, der hier im Stadtbereich spielt. Alle anderen müssen mehr im Bezirksbereich agieren. In der A-Jugend, der Unterbau der Herrenmannschaft, ähnliches Bild, Tasmania in der höchsten Region anzusehen. Auch hier gibt es keinen anderen. Der TSV Rudow spielt in der Stadtliga, in der Verbandsliga. Alle anderen, gleiche Bild im Bezirksbereich. Bei den Herren ist auch folgender Aufwärtstrend zu erkennen. Wir haben es geschafft, letztes Jahr aus der Landes- in die Verbandsliga aufzusteigen. Anders als in der Jugend gibt es hier 13 Ligen. Also wer neu anfängt, der braucht 13 Jahre, bis er in der ersten Bundesliga ist. Wenn er jedes Mal Meister wird, in der Jugend sind es 4 bis 5. Wir sind von den 13 Ligen jetzt in die 5. Liga aufgestiegen. Und Sie sehen, der Weg ist nicht ganz so weit. Und das erklärt auch, warum die Zuschauer gerne zu uns ins Stadion kommen. In Neukölln gibt es halt nicht so viel und man hat halt viel Spaß daran, erfolgreichen Jugendfußball und auch Landfußball zu schauen. Und wir hatten auch schon mal so viele Zuschauer, ist schon allerdings eine Weile her. Vielleicht einige können sich daran erinnern, Herr Wilder hat das schon angesprochen. Ich sagte schon vor einige Jahre her, damals Tasmania in 16 Jahren, Olympiastadion 80.000 Zuschauer. Vielleicht Ganze wird es nicht mehr so viel gehen, noch nicht mehr rein, selbst wenn wir erste Liga spielen sollten. Aber wir werden uns schon bemühen, mit der Männer versuchen, dort anzuknüpfen. In der Jugend besser geht es nicht. Und auf alle Fälle versprechen wir unseren Zuschauern schon in der nächsten Saison bei uns im Stadion Neukölln wieder Bundesliga-Fußball. Und da möchte ich mal an Herrn Ohrensorger weitergeben. Vielen Dank, Christian. Bundesliga-Fußball in Neukölln, wie soll das gehen? Nächste Saison, ganz einfach, der DFB, der Deutsche Fußballbund, wird nächstes Jahr ab Sommer 2003 die Bundesliga für die A-Jugend einführen. Und ohne überheblich zu sein, sind wir davon überzeugt, dass die starke A-Jugend von Tasmania nächstes Jahr in der Bundesliga Nord vertreten sein wird und es schaffen wird, sich dort zu qualifizieren. Wir hätten dann Gegner wie Hamburger Sportverein, Werder Bremen, Hannover 96, VfL Wolfsburg zu Gast, vielleicht sogar Holstein Kiel, bekannt aus dem letzten Wochenende, Gegner von Hertha BSC. Also wir können davon ausgehen, dass wir nächstes Jahr Bundesliga-Fußball, auch wenn es für die A-Jugend ist, im Stadion Neukölln sehen können. Wir von Tasmania sind überzeugt, dass wir eine außergewöhnliche Perspektive haben. Und andere prominente Leute und Personen, die mit Tasmania eng verbunden sind, haben das schon teilweise erleben dürfen. Und wir hatten ja einen Namen schon erwähnt, Dr. Hermann Borkhorst war 2 Jahre lang Präsident unseres Vereins. Und er hat sich sehr gut engagiert, hat wunderbar mitgemacht, musste leider ausscheiden aus beruflichen Gründen von seinem Amt und er ist zu seiner Zeit ein ganz wichtiger Mann für uns gewesen. Wir haben aber auch andere Prominente bei uns im Verein, die mit großer Liebe bei Tasmania 73, Gropiusstadt, aktiv sind. Ich weiß nicht, wer den Herrn kennt. Horst Posetzky, ein Schriftsteller, ein großer Tasmania-Fan, der gerade hier im Neuköllner Bereich durch seine Matuszewski-Trilogie viel über die Nachkriegsgeschichte von Neukölln erzählt hat. Und natürlich ist er auch als Krimi-Autor bekannt. Ein großer Fan von uns, nicht nur von Tasmania 1900, sondern mittlerweile ist er natürlich auch sehr gut informiert, was in der Jugendabteilung bei uns hier stattfindet.
welche aufstrebende Verein sich hier in Neukölln präsentiert. Und den Herrn kennt man, glaube ich, spätestens seit der Fußball-Weltmeisterschaft, Carsten Ramelow. Wir hatten das Vergnügen, uns nochmal zum Frühstück am DFB-Pokal-Endspieltag mit ihm zu verabreden. Man sieht ihn leider nur noch selten, weil er ständig aktiv ist bei Leverkusen. Letzte Saison viermal im Endspiel gewesen mit allen sportlichen Endspielen, die es überhaupt geben kann. Und Vize-Weltmeister war ein langjähriger Jugendspieler bei uns und immer noch mit Tasmania eng verbunden. Und jetzt kommt jemand, der kommt aus ganz anderen Gründen zu uns, Axel Kruse. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Axel Kruse noch kennt aus der Bundesliga, mittlerweile 38 Jahre alt, ehemaliger Bundesligaspieler, ist eigentlich Footballer bei Berlin Thunder im Moment, aber hat unheimliche Lust auf Fußball. Und Axel Kruse wollte wieder Fußball spielen, ist jetzt letzte Woche bei uns eingetreten und hat sich einen aufstrebenden Verein gesucht und ist bei Tasmania Grofelstadt gelandet. Axel Kruse demnächst also im Männerbereich bei Tasmania. Und jetzt kommt ein junger Mann, den kennen Sie gar nicht. Aber diesen Namen sollte man sich merken. Erkut Erbeligür, langjähriger Tasmania-Spieler, seit dem 6. Lebensjahr bei uns im Verein, Auswahlspieler des Berliner Fußballverbandes. Das Interessante an Erkut, er sitzt gerade hier, steh mal kurz auf, Erkut. Dieser Erkut, er hat ein richtiges Tasmania-Herz. Wir kriegen jedes Jahr Post von Hertha BSC. Immer ein nettes Schreiben, letzten Jahren von Falco Götz, der ist ja nicht Mitarbeiter, Herr Hertha. Ein Schreiben, wir hätten gern den Erkut zu uns, zu Hertha BSC geholt. Ja, die letzten 3 Jahre kam diese Post. Und dieser junge Mann, der geht dort nicht hin. Er ist mit Leidenschaft Tasmane, er ist auch mit Leidenschaft Neuköllner, er ist in Neukölln groß geworden und er will weiter diese Atmosphäre und die Ausbildung bei Tasmania genießen und wir sind sehr froh drüber, aber ich bin mir sicher, der Erkut wird seinen Weg machen, früher oder später wird er den Weg dorthin suchen. Man kann solche Talente wie Erkut nicht ewig binden, aber er ist noch mit Tasmania Herzen dabei. Mal sehen, wie lange, aber ich denke, irgendwann wird er seinen Weg machen. Wir bei Tasmania haben also eine gute Ausbildung. Wir bieten durch gute lizenzierte Trainer in den Jugendmannschaften eine gute Ausbildung an und haben, wie für einen aufstrebenden Verein notwendig, viele, viele, viele ehrenamtliche Mitarbeiter zurzeit, etwa 35. Für unseren Verein bzw. für den Bezirk ist es natürlich ganz wichtig für die Struktur, bei den vielen ausländischen Mitbürgern eine Ausländerintegration der Neuköllner Jugendlichen. Ganz wichtig, haben wir uns angenommen diesem Thema. Wir sind auch mitten im Kiez und stellen uns auch dieser Situation. Wir sind für den Breitensport zuständig, aber ab der C-Jugend arbeiten wir doch sehr, sehr leistungsorientiert. Wie der Herr Harnicke vorhin schon berichtete, spielt die A- und B-Jugend in der Regionalliga. Die haben also Gegner wie Hansa Rostock, Hertha BSC, Energie Cottbus, 1. FC Magdeburg, Dynamo Dresden und VfB Leipzig. Diese Vereine sind also schon regelmäßig bei uns im Stadion vertreten. Und wie es in einem Verein üblich ist, gibt es natürlich auch viele, viele Jugendreisen. Wir haben natürlich aufgrund unserer Leistungsorientierung viele Erfolge zu verzeichnen. Wir sind nach Tennis Borussia und nach Hertha BSC der drittstärkste Jugendverein in Berlin. Es gibt etwa 120 Vereine in Berlin. Tasmania hat nicht nur in Neukölln einen guten Namen, sondern in Berlin für den Jugendfußball überhaupt. Wenn bei uns Jugend, wir haben Hertha Zehlendorf schon überholt und wir sind dabei auch Tennis Borussia, denen geht es im Moment gar nicht gut, auch zu überholen. Aber es ist wirklich so, wenn die A und B und Regionalliga bei uns spielt, dann tauchen die ganzen Talentspäher auf,
aus Berlin, außerhalb von Berlin. Und wir haben regelmäßig Spieler, die wir abgeben, talentierte Jugendspieler. Hertha BSC hat jetzt zum Beispiel einen sehr guten Torwart von uns zu sich geholt. Und die sind immer genau informiert, wer bei Tasmania alles so rumläuft, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Also wir sind mehrmals Berliner Meister geworden in verschiedenen Altersbereichen in den letzten Jahren. Man kann es also an den Jahreszahlen gut erkennen. Seit 98, 99, 2000, 2001 ging der Erfolg stetig nach oben. Wir haben ca. 30 Auswahlspieler, Sichtungsspieler. Der DFB hat ja eine große Kampagne gestartet, um die Jugend besser auszubilden. Wir können 30 Spieler davon stellen. Und all dieses zusammen, die Integration der ausländischen Spieler bei uns im Bezirk, die Jugendarbeit, die Erfolge, hat uns 1999 eine große Ehrung gebracht. Das grüne Band vom Deutschen Sportbund in Zusammenarbeit mit der Dresdner Bank für vorbildliche Jugendarbeit ist uns da verliehen worden in einer hervorragenden Feier von Herrn Manfred von Richthofen und damals Sportsenator Böger überreicht worden. Das ist das, was im Moment in der Jugend stattfindet, und ich darf jetzt das Wort an Detlef Hilde geben. Ja. Schönen Dank, Volker. Ja, also, ja, und Applaus ist verdient, denke ich auch. Das ist sehr gut. Ja, Sie haben also einiges über Tasmania 73 inzwischen erfahren, und der Satz mit der Nummer 3, zwischenzeitlich kam ein Einwurf, Hertha Zehlendorf. Hertha Zehlendorf macht sicherlich unbestritten nach wie vor gute Jugendarbeit, aber nicht mehr so leistungsorientiert gute Jugendarbeit, sondern sie sind also mit ihren Leistungsmannschaften in den unteren Regionen zu finden. Also nur eine Mannschaft befindet sich in der Regionalliga. Und es gibt auch nur drei Vereine, wie wir schon sagten, die beide A- und B-Jugendmannschaften in der Regionalliga haben. Das ist Hertha, Tennis Borussia und TASS aus Neukölln. Ich will Ihnen vielleicht zum Ende hin noch einmal unsere Vertragspartner oder unseren Sponsorenpool mal kurz näher bringen. Wir haben ganz oben stehen die beiden Vertragspartner, die DGBO und die GHAG. Deshalb haben wir auch unseren Namen geändert. SV Tasmania hieß ja vorher SV Tasmania Neukölln 1973. Und nach der Vertragspartnerschaft mit der DGBO und der GHAG aus der Gropiusstadt haben wir uns Tasmania Gropiusstadt 73 genannt. Und diese Vertragspartnerschaft läuft eigentlich sehr gut, weil wir in unserem Verein eigentlich Sponsoring nicht nur als Einbahnstraße oder Sackgasse verstehen, sondern wir wollen eigentlich auch in kleinem Rahmen, man kann sicherlich nicht so viel erwarten, aber in kleinem Rahmen wollen wir auch etwas zurückgeben. Das heißt also, wir sind auf den Events und Veranstaltungen in der Gropiusstadt präsent, um der DGW und der GHAG zu helfen, die Gropiusstadt transparenter zu machen. Auch an diesem Wochenende werden wir wieder am 8. September mit einer Torwand vertreten sein, und sicherlich lässt sich ja auch mit einem Namen Tasmania 73 der Jugendabteilung, die so erfolgreich ist, auch ganz vernünftig werben. Wir haben die BSR als Sponsor, wir haben das Recyclingunternehmen DAS, wir haben Toyota mittlerweile bekommen, weil es vielleicht ganz erfolgreich läuft bei uns, das Fernhaltswerk, die Feuersozietät und, ja, danke, und wir haben auch noch eine Pizzeria, denn die Mannschaften müssen ja auch ab und zu verköstigt werden, also insofern denken wir an alles und versuchen immer wieder Leute zu überzeugen und zu unterstützen, denn Sie können sich natürlich vorstellen, all das, was wir jetzt so erklärt haben, haben wir mit minimalem Aufwand gemacht. Und auch der Herrenbereich, der im Augenblick im Aufstreben ist, und wir sind ja zurzeit in der Presse regelmäßig vertreten, ob Tagesspiegel, BZ, fing es an, Tagesspiegel, Morgenpost, Fußballwoche sowieso, all die Zeitungen schreiben wieder über Tasmania. Sie schreiben leider nicht immer das, was man sagt, aber das kennen, ja, das kennen Sie sicherlich auch. Ja, aber grundsätzlich stehen wir wieder in der Presse und im Blickpunkt. Und unsere Zielsetzung ist eigentlich, Sponsoren noch zusätzlich zu gewinnen, und deshalb sind wir sicherlich auch heute hier. Und wir haben die Zielsetzung, regelmäßig Sponsorentreffen zu organisieren, sodass sich die Sponsoren untereinander einmal kennenlernen können und dann vielleicht auch entsprechende Kontakte knüpfen können. Wir wollen eine Sponsorentafel im Stadion Neukölln installieren, wo jeder nachsehen kann oder jedes Mitglied auch nachlesen kann, wer unterstützt eigentlich unseren Verein und kann ich irgendetwas für die Firma oder für dieses Geschäft tun. Die Aufnahme ab 1.000 Euro Unterstützung haben wir uns vorgestellt. Und wenn sich jetzt der eine oder andere fragen wird, was kann ich eigentlich dafür tun? Dann sage ich, wie werde ich Partner nach dem Motto, wir brauchen eigentlich einen Ansprechpartner bei Ihnen. Und wir bitten Sie eigentlich zum Ende um Ihre Visitenkarte, wenn Sie Interesse haben, an der Erfolgsstory, sage ich mal, von Tasmania 73 teilzuhaben, dann wären wir dankbar, wenn wir die Chance haben, mit Ihrer Hilfe vielleicht noch ein bisschen mehr zu bewegen und den Bezirk Neukölln noch mehr nach vorn zu bringen. Die beiden Jungs, die Jungspieler,
Der eine wurde gerade vorgestellt, der andere ist aus einer kleinen E-Jugend. Verteilen jetzt noch einmal den Sponsorenbrief, den Tasmania 73 regelmäßig versendet, und auch zusätzlich noch die Folien, die Sie gerade alle gesehen haben. Ich darf mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Die 10 Minuten sind zweimal rum. Ich bedanke mich nochmal, ja, und ich hoffe, dass wir vielleicht nochmal beim Imbiss jetzt ins Gespräch kommen und vielleicht die eine oder andere Unterstützung kriegen. Wir haben eine Kiste vorbereitet, mit der kleine E-Jugendliche würde rumgehen, und wenn Sie wirklich ein bisschen Interesse haben und ein Herz für den Jugendfußball und helfen wollen, dass Tasmania weiter nach vorne geht und der Kölner Bezirk noch bekannter wird, dann schmeißen Sie Ihre Visitenkarte freundlicherweise rein. Ich bedanke mich, schönen Abend noch. Ja, danke. Das war einmal interessant, auch einen Sportvortrag zu hören. Tasmania ist ja nicht unbekannt. Also ich muss sagen, ich war auch schon mal damals im Olympiastadion bei den 80.000, da war ich dabei. Weil ich gedacht habe, Mensch, endlich mal raus, dann muss ich in mein Herbal sein. Aber dann sind die ganzen Vereine, die BB, praktisch irgendwo versunken im Sande. Und was macht das Berliner Herz? Hängt dann halt dann auch wieder an Hertha. Aber gut ist, Wettbewerb belebt das Geschäft. Und wenn Sie so weitermachen und die Neuköllner Wirtschaft sicherlich auch ein offenes Ohr für Sie hat, dann denke ich mal, ist es eine ganz tolle Angelegenheit. Schönen Dank nochmal. Herr Teufel musste sich schon verabschieden, der hat noch einen Termin. Aber ich denke auch, der Teufel hat hier seinen guten Vortrag rübergebracht. Und nun wissen wir, was UVB ist. Und der eine oder andere, die haben das hier schon mal verteilt. Ich habe ja auch ein bisschen mitgeholfen. Sie können ja reinschauen, und wenn Sie Rückfragen haben, sagte der Herr Teufel jederzeit dort bei ihm anzurufen. Also meine Herren, erstmal schönen Dank. Schönen Dank noch Herr Professor Manowold auch noch für dieses hier mit den Spenden für die Sachsen und Brandenburg. Das ist auch eine tolle Sache. Wir werden jetzt unser Bier trinken, wie sich das gehört, unseren Imbiss. Und die nächste Veranstaltung, die habe ich am 17. Dezember. Und da hat sich bisher schon angemeldet der Präsident des DEW, des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Herr Professor Zimmermann. Er hat sich angemeldet als zu einem Gastvortrag hier. Und ich glaube, das wird auch dabei bleiben. Er hat mir zugesagt. Aber das weiß man bei so einem hochgestellten Persönlichkeit auch nicht, aber bisher hat es nicht geklappt. Schönen Dank und noch einen guten Imbiss hier.